Und ich hätte gerne weiter gesehen, ob da noch welche reingeflogen werden. Deine Saison läuft ganz hervorragend. Ja, ja. Ich lasse von der Frau mir eh nichts erzählen. Der Typ ist eh viel cooler. Ist überhaupt das Ziel von dem Rennen? Ach, 200 Meter driften, stimmt hier eigentlich. Ja, ist klar. Dankeschön. Und dann kommen wir zu den Speedrun in DC Compound. Ja, bla bla bla. Ich muss noch kurz gucken, was es ist. Ah ja, durch die Tore fahren, stimmt. Gut. Dann weiß ich ja wieder, was es ist. Dann ist ja in Ordnung. Ist das der kleine oder der super große Subaru, den wir fahren dürfen? Ah, der große, okay. Letztes Mal hast du. Ja, ja, ja. Und 045. Okay. Das war schon zu schnell. Ja, ja, ich will das schon, muss das schon hier perfekt hinkriegen, um Platin zu machen oder Gold wenigstens. Weil ich will ja bis die Rufpunkte bekommen. Oh. Findet man den Bremspunkt hier auf diesem scheiß engen Kurs? Boah, Alter, göttlich! Bam! Platin! Das war doch mal ein Godlike-Drift. Guck, die letzte Drift war ja echt perfekt. Das ist die Platin-Medaille. Besser kann es nicht mehr kommen. Guck, jetzt mal die Erholung an. Das muss ich jetzt einfach machen, weil das ist ja wirklich gut gelaufen. Okay, vielleicht nicht. Das ist mal kurz mal angeeckt, aber hey. Godlike. Die Kurve war auch nicht allzu geil, die hätte man besser machen können, aber egal. Jetzt kommt der beste Drift. Also wenn das nicht perfekt war. Oh. Ja, die Speedruns und sowas, die mag ich ja. Die sind ja eigentlich richtig geil zu fahren, die machen auch richtig Laune. Aber wenn man dann die Linie gefunden hat, dann sind die wirklich easy going und boah, es gibt glaube ich 8000 Rufe oder wie viel sind das? Ne, 5000, okay, bei den anderen war das mehr. Aber dadurch sind wir schon Level 18, wow. Bam. Smith Optics Motorsport. Aha. Die Lackierung gefällt mir kein Stück. Ich glaube, das habt ihr aus meiner Stimme rausgehört. Und ich habe was vielleicht jetzt schon Gold, das ist ja geil. Head-to-Head in Smelter, 3 Runden für das Duell. 90er Group B, 80er, 70er und 60er, also nur ältere Fahrzeuge. Hier kriegen wir 1200, aha, hier haben wir schon Smith, okay. 1200, 950, 1200, oh Mann, das ist doch eine scheiß Auswahl jetzt. Mini Cooper, ui. Nee, ich weiß nicht. Ist, nee, nicht im, wo ist denn das Head-to-Head? Ich muss mal ganz kurz nochmal gucken. Ist, Entschuldigung, aber ich muss wissen, wo das ist, weil sonst weiß ich nicht, ob ich den Mini Cooper nehme. Smelter. Soll ich es echt probieren, hm? Weil der Ford Escort natürlich auch schon geil ist. Habt ihr überhaupt schon mal gehabt? Der Ford Escort sind wir... Doch, hatten wir schon mal. Also wir glauben nie gefahren, oder? Komm, wir fahren jetzt einfach hier mit. Ich weiß, Mini Cooper ist zwar cool und so, aber ich fahre jetzt damit. Ich finde den Ford Escort besser. Das Rampenlicht gefällt dir? Ja, ja. So, was haben wir für Ziele? Reicht Tempo 137, okay. Und unser Gegner. Ach, der fährt uns entgegen wieder. Ach so. Auch ein Ford Escort. Okay, das ist ein ausgeglichenes Duell. Reich 137, okay. Ja, 137 könnten lustig werden. Okay, da haben wir es schon. Bingo. Ja, ich habe einen ganz, ganz geringen Vorsprung. Das ist scheiße. Sprung voll, Mitte links. Unterbrücke,
der Brücke, dann über Brücke, okay. Wagen lässt sich aber ganz gut fahren, also der hat ein sehr gutes Handling, das muss ich wirklich sagen. Ich sehe, ich bin nirgendwo angeeckt. Ich frage mich, die Strecke gibt es sicherlich nicht in echt, sicher erfunden, ich wette es. Codemaster Phil, einige Strecken sind real, einige aber auch erfunden, das ist immer bei den Dirt-Spielen so. Dass eben nicht alle original sind. Aber, ja und... Wenn die gut designt sind, gefallen mir sogar nicht echte Strecken besser als manchmal als die echten. Weil die Entwickler natürlich da ein bisschen mehr, sagen wir mal, ihre, ach, wie heißt es jetzt, Kreativität spielen lassen. Bei echten Strecken dann möglicherweise nicht, weil die mussten halt so gebaut werden, dass in die Landschaft oder sowas passen. Und deswegen dann vielleicht nicht so cool sind, wie die im Spiel designt, ne? So. Und wir sind Erster geworden. Mit 1,31 sind wir deutlich besser als alle anderen. Okay. Max Davison gibt's noch. Darren Lynch und Fraser McDonald. Also es gibt noch zwei Rennen, fahren wir noch. Gut. Also wenn es gut läuft, fahren wir noch zwei Rennen. Dum. Dum, dum. Smith Optics. Achso, gut. So, dann fahren wir mal. Unser Ziel diesmal, im Regen zu fahren. Geil. Wo ist denn der Auspuff von der Karre? Ach, der hinten. Ach, der ist rechts. Okay. Komm, ohne Überschläge drehe ein Ziel. Das sollte ja eigentlich hier auf dem Rallycross-Strecke kein Ding sein. Ja, da ist der Auspuff, ne? Ja, hier rechts, ja, rechts ist das komische Metallding, war der ja. Sieht's ja auch, wo die Feuer gerade rausschlagen. So. Max Davis. Davis nachrechnlich. Ach, das ist der Marcel Darf, Entschuldigung. Oder war das der nicht Marcel Darf genannt? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Naja, ich habe ein Gedächtnis wie sonst was. Boah. Der kann ja gar nichts. Genau wie wir. So. Also die Kurve geht besser, deutlich besser. Jetzt hat er natürlich aufgehoben, weil ich die Kurve natürlich ziemlich versemmelt habe. Jetzt haben wir den langsamen Teil, also zum Abschluss, ist natürlich ungünstig, um Zeit rauszuholen. Aber merkt, die Bremspunkte sind wirklich komplett anders, weil es hier eben jetzt rutschig ist. Ja, ist blöd. Wenn die nicht rutschig ist, kann man die sehr, sehr gut fahren, die Strecke, aber so, naja. Hält sich in Grenzen. Obwohl, der Gegner ist wirklich nicht gerade die Leuchte, ihr seht ja, was wir vom Vorsprung rausholen. Easy going. Ja, ich überlege aktuell, bin ich echt am überlegen, ob ich die Schwierigkeitsstufe 6 hochstelle, weil es wird langsam keine Konkurrenz mehr gibt hier. Ich liege nicht am Auto, weil gerade hatten wir denselben Gegner mit demselben Auto und der hat keine Chance gehabt. Genauso wie der hier auch nicht. Erfüllt, gut, diesmal haben wir es aber. Der Mensch, der könnte sogar Konkurrenz werden, der hat 1,34, also mit 1-2 Fehlern von mir und er ohne perfekt fahren, dann wird das hinkriegen, ja. Was er für einen Wagen hat. Sicher ein Lancia Delta. Die Krale. Ach, Strat, nee, Delta, doch Delta, der ist Delta. Ja, ich hab grad Stratos, gibt's ja auch noch. Das ist der flache. Und es ist eine, ich habe keine Ahnung, ich erkenne nicht, was es für ein Auto ist. Ah, klar, ein Subaru. Wo soll's anders sein? So einen, der man nur mit VIP-Content bekommt. Normalen Autos sind die Gegner unfähig, solche Zeiten zu fahren. Warum ist eigentlich die ganze Zeit die Regen? Ich weiß, wir sind in Irland, oder wo sind wir? Da regnet es zwar öfters, aber hallo, so oft? So, ja, ja, das ist ja easy going. Vielleicht gibt es auch eine Head-to-Head-Meisterschaft, das wäre auch ziemlich lustig irgendwie. Hätte ich auch nicht unbedingt was gegen, ne? Hätte ich lieber als im Kahn. Ach,
Oh, aber diese Meisterschaft hier auch schon wieder Gold. Also momentan habe ich einen Lauf, das ist schön. Endlich kriege ich mal wieder was gebacken. Und nein, kein Kuchen. Auch reicht Tempo 137 war das Ziel. Ja, ich hätte mal aufs Ziel achten sollen. Gleich drauf geguckt, egal. Haben wir es ja erreicht, das ist ja schön. Ja, hier, hier, ich hatte auch meinen Spitznamen, wusste ja, ist Kane und ich war gerade mit meinem Freund Lynch. Zu zweit. Tü-tüm. Lalala, ich habe Zeit. Uh-tü-tü-tü-tü. 1,31, boah, ich habe mich 2 Sekunden verbessert. Ich bin auf Top-Zeit gefahren, also. 1,37, Gott ist ja scheiße gefahren. Zu einer Zeit hat keiner hingelegt. Der ist ja komplett zersemmelt, das Rennen. Gut. Ich hab's gut gefahren. Sehr gut sogar diesmal. So, jetzt gibt's Punkte, Punkte, Punkte. 5000, 3600, 700. Fast Level 19 schon. Bam. Und damit haben wir alle Sachen hier Gold. Way, way, way. Und beim nächsten Mal von Let's Play Dirt 3 gehen wir dann in die Winter X Games. Genau. Und dann kommen wir schon in die vierte und letzte richtige Saison. Und ja, ich bin der B5. Wir sehen uns beim nächsten Video von Let's Play Dirt 3. Bis dann.